es freut mich ganz besonders, dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer auch da ist, der für uns auch einen Termin verschoben hat, der uns hier willkommen heißt, der uns begrüßen wird, auch als Hausherr, wenn ich so sagen darf, im Land Salzburg, dem die Anliegen der Themen Gemeinde, Gemeinschaft, gemeinsam sind wir stark, wir schaffen das, sehr am Herzen liegen. Einen warmen Applaus und herzlich willkommen für Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Bitte um die Grußworte. Schönen guten Morgen, Herr Generalvikar, Herr Thüringer, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich. Willkommen in Salzburg, auch die internationalen Gäste aus Oberösterreich, Niederösterreich, den anderen Bundesländern. Man merkt, da ist ein gemeinsamer Geist herinnen. Und zunächst möchte ich Dirk Tüglober, Herrn Forcher danken, diesen Kongress auf die Beine gestellt haben, zu haben, dessen Titel ja Programm ist. Lösungskongress. Sagt alles. Wir leben in einer Zeit, die von Ängsten erfüllt ist. Alles ändert sich, es bleibt nichts, wie es ist. Umwelt und Globalisierung und Digitalisierung, ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Fremde Menschen kommen ins Land, bin ich irgendwelchen kriminellen Handlungen ausgesetzt und die Politik streitet und Angst. Aber Angst ist kein Mutmacher. Angst ist auch kein Lösungsansatz. Nur Zuversicht und der Glaube daran, Dinge angehen zu können und auch lösen zu können, das wird uns weiterbringen. Und ihr habt die grandiose Idee gehabt zu sagen, da gibt es ja schon viel. Da ist ja schon viel erfunden worden. Da gibt es ja tolle Ideen. Und diese Ideen wollen wir präsentieren als Lösungskongress und damit zum Nachahmen an. Und das zweite, was Programm ist, ist der Untertitel, bewusst gemeinsam leben. Ich glaube, wir sollten uns schon immer wieder bewusst sein, in welchem schönen Land, Salzburg, aber auch ganz Österreich, wir leben dürfen, in welcher wunderbaren Umwelt, in welchem sozialen Frieden, mit trinkbarem Wasser, mit immer noch guter Luft, mit einem Zusammenhalt in der Gesellschaft, der seinesgleichen sucht. Das ist der erste Schritt, sich dessen bewusst zu werden. Und der zweite Schritt ist, dass wir einiges, gar nicht so weniges, aber einiges auf jeden Fall ändern müssen, um dafür zu sorgen, dass es so bleibt, wie es ist. Lebenswert. Und das geht nur gemeinsam. Das kann nicht ein Einzelner machen. Da sind Pioniere heute versammelt, die haben ihre Ideen gezeigt, umgesetzt. Und jetzt müssen wir gemeinsam in die Breite zu kommen und bewusst gemeinsam leben zu können. Und das passiert in den Gemeinden. Und mir ist es als Landeshauptmann besonders wichtig, dass wir uns mit diesem Thema Landflucht und Zuzug in die Zentralräume befassen. Wir sind in Salzburg in einer begünstigten Lage, denn wie können wir denn in Wahrheit das Leben, ein qualitatives Leben in den Gemeinden und in den ländlichen Regionen halten? Da gibt es meines Erachtens zwei, drei Ansätze. Der erste Ansatz heißt Arbeit. Wenn es Arbeit in den Gemeinden gibt, Arbeitsplätze, dann bleiben sie auch. Der zweite Ansatz, da gibt es dort Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, da gibt es Zukunft. Arbeit ist immer auch Zukunft. Der zweite Ansatz ist, wir sollen nicht danach trachten, dass die Menschen in die Zentralräume kommen, sondern wir müssen darauf schauen, dass die ländlichen Regionen enger an die Zentralräume angebunden werden. Durch Infrastruktur, durch öffentlichen Verkehr, durch Bahn- und Busverbindungen. Straßenverbindungen sind wir eh ganz gut aufgestellt, da haben wir nur relativ wenig zu tun. Durch Leitungsnetze, durch Breitband, durch all das, was man für ein modernes, zeitgemäßes Leben auch am Land braucht. Und dann kann eines in den Vordergrund treten, die Lebensqualität, die wir in den Gemeinden haben. Das Leben in der Natur, das Leben in der Gemeinschaft, das es eben in dieser Form mit der Stadt auch nicht gibt. Das Gefühl, nicht abgeschlossen, sondern eingebunden zu sein. Einfach bewusst gemeinsam leben zu können. Und in diesem Sinne möchte ich allen sehr danken, den Pionieren, die sich heute hier versammelt haben, den Veranstaltern, die diese vor den Vorhang holen und sichtbar machen, den Ausstellern, vor allem aber den Besuchern und hoffentlich sind viele, viele Nachahmer und weitere Ideengeber. Darunter alles Gute, einen erfolgreichen, wunderbaren Tag. Vielen herzlichen Dank, Herr Hauptmann, für die Zuschauer.
Vielen Dank für die Grußworte. Vielen Dank für die Beachtung. Herzlichen Dank.